Television Zwickau hat in der Vergangenheit schon mehrfach über solche Themen berichtet, die zum einen die Abwanderung junger, gut ausgebildeter Leute als auch den Fachkräftemangel in der Region zum Inhalt haben. Ein Beispiel unserer Berichterstattung aus der jüngsten Vergangenheit war der Geschäftsführerwechsel im Brauhaus Zwickau. Hier sind junge, aus der Region stammende Menschen nach ihrer Ausbildung und entsprechender Berufserfahrung zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Einer, der sich nach seiner Ausbildung auch zu seinen Wurzeln zurückbewegt hat, heißt Alexander Kessler. Und den haben wir kürzlich getroffen. Alexander, wir sind heute hier in der Sporthalle der Grundschule in Stenn zu Besuch. Du hast hier Kinder im Hintergrund. Und was ist deine Aufgabe? Was hast du hier vor? Das ist meine Kindersportgruppe hier in Stenn. Ich bin also freiberuflich tätig als Trainer im Kindersport. Bin vormittags noch in der Berufs- und Weiterbildung tätig im Bereich Sozialassistenten und Erzieher und mache eben nachmittags in diversen Kindertagesstätten, dienstags unter anderem eben hier in Stenn, mit den Kindern Kindersport, ganz breitensportlich orientiert. Deswegen sind wir heute hier. Warum liegt dir das so am Herzen, also dass man die Kinder voranbringt, dass man die beschäftigt? Früher haben das ja die Schulen übernommen, da gab es ja die AGs, kann ich mich erinnern, und heute läuft das alles ein bisschen anders. Die gibt es glücklicherweise heute auch noch, es gibt sogenannte Ganztagesangebote. Ich habe, das vielleicht ganz kurz, Sport und Pädagogik studiert, habe meine Magisterarbeit zu dem Thema geschrieben, über das Thema Bewegungsmangel. Das lag mir also schon immer am Herzen, bin selber zweifacher Papa und vor einigen Jahren kam dann eben diese Idee, in dem Bereich Kindersport was anzubieten, damit die Kinder eben wirklich ein zusätzliches Angebot noch haben zum Kindergarten bzw. zur Schule. Bewegungsmangel, man braucht sich auf der Straße nur umzuschauen. Viele haben einfach Übergewicht schon im Kindesalter und dem möchtest du entgegentreten. Genau, also das Ganze, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe 2007, war das schon ein großes Thema. Das wird noch ein viel größeres Thema in den nächsten Jahren werden. Und man sieht jetzt hier, es ist nicht unbedingt ein Kind dabei, was übergewichtig ist. Also es scheint ein bisschen Wirkung zu tragen. Es ist ja so, dass viele, die diesen Abschluss haben, in die großen Städte wollen, nach vorn drängen. Du bist aber an deine Wurzeln, in deine Heimat zurückgekehrt. Was willst du hier noch bewirken in deinem Heimatort? Ich bin schon aktiv im Gemeinderat tätig seit 3 Jahren und versuche da natürlich auch gerade so in dem Bereich Familie, speziell was Kinder angeht, was Infrastruktur angeht, dort entsprechend ein bisschen was mit voranzutreiben. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Punkt, warum ich hier geblieben bin, warum ich nie weg bin. Ich habe selber hier ein Haus gebaut. Also das heißt, man ist verwurzelt. Meine Eltern wohnen seit jeher hier und ich habe nicht vor, wegzugehen. Was ist noch wichtig für deine Region? Was glaubst du, neben dem Sport für Kinder zu tun, was müsste sich vielleicht hier in der Region oder speziell in Lichtenthal noch tun? Grundsätzlich, wie das wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Kommunen ist, hätte man gerne immer noch ein paar mehr Unternehmen. Ich denke, was auch speziell bei uns hier in der Kommune immer noch so eine Thematik ist, ist so ein bisschen der demografische Wandel. Also das heißt, auch wir leiden natürlich darunter, dass Leute wegziehen, auch wenn jetzt immer wieder mehr Kinder geboren sind. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir irgendwo neue Wohngebiete vielleicht noch finden, wo junge Leute, die zum einen hier schon aus der Gemeinde Lichtenthanne sind, einen Platz finden, beziehungsweise auch wir natürlich vielleicht den einen oder anderen Städter hier nach Lichtenthanne locken können. Dann wünschen wir alles Gute und erstmal sportfrei. Und das ließen sich die Kinder aus der Kita und dem Hort Pfiffikus nicht zweimal sagen. Gemeinsam mit Alexander Kessler absolvierten sie ihre Trainingseinheiten und hatten sichtlich Spaß dabei. Spielerisch verstand es der junge Mann, die Kinder für den Sport zu begeistern. Unser Fazit, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass junge Menschen mit ihrer Region verbunden sind, sich engagieren und etwas bewegen.